scheppeln. Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 1 mit dem Ameisenkönig. Ich stehe jetzt hier schon im Servicebereich, weil dort vorne, also genau hinter uns, das Spiel immer abgeschmiert ist. Und ich musste jetzt erstmal das herausfinden, woran es lag. Und habe dann erstmal ein bestimmtes Dokument gelöscht, was ich eigentlich aber für die Mod brauchte, was hier meinen Shepard so geil aussehen lässt. Und auch alles andere. Und das war alles hier total matschig und dann bin ich hier rübergegangen und jetzt habe ich das wieder alles normal gemacht. Nur, könnten hier irgendwelche Rachen... Ja, da vorne sind sie auch schon. Rumlungern. Ich gehe direkt auf meine Pistole rüber. Und gib ihm richtig. Oh, der Holm ballert drauf. Zap, weg mit dem Vieh. Ekliges Schrimpsvieh, ey. Bah, hat irgendwelche Teile oben vor. Damit essen die. Und reden, keine Ahnung. Ne, die reden ja ganz anders, aber das werden wir noch alles erfahren. So, wir müssen erstmal hier einen Hintereingang finden für das Sicherheitslabor. Ne, das Sicherheitslabor, da müssen wir eh hin. Hier jetzt zum... Moment mal. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen hier irgendwie die Wissenschaftler retten, das weiß ich. Aber sonst weiß ich eigentlich gar nicht, wieso wir hier eigentlich außen rum gehen. Oh, das wird ein bisschen kniffliger. Ich würde mal sagen, ich gehe mal hierher. Jawohl. Geil. Neue Pistole und sowas lasse ich erstmal im Inventar. Ich hoffe, dass sich hier nicht irgendwie eine Überraschung auftut. So, wo gehen wir jetzt überhaupt lang? Wir könnten jetzt hier zum Sicherheitsbereich oder hier zum Sicherheitslabor. Was sagt denn meine Map? Meine Map sagt jetzt reinschleichen. Sie haben eine unbewachte Hintertür zum versiegelten Bereich der Riffstation gefunden. Die Wachen haben sie nicht bemerkt. Na toll. Ich glaube, wir gehen erst einmal hier zum Aufzug. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wohin der Aufzug jetzt führt. Upgrade Kit. Au. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Achtung. Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Ist der Sicherheitsbereich irgendwas, wo wir nicht hingehen dürfen oder sowas? Ist das da... Oh, es kann auch sein, dass jetzt das der Bereich ist, wo die Safe-Sicherheit ist. Wir werden jetzt... Ja, genau. Okay, ich sehe schon auf der Karte unten. Na, alle wollen uns angreifen. Na, toll. Ich bin doch echt so doof. Wieso gehe ich dann auch dort rein? Hammerhart bin ich. Oh, na toll. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, war ja irgendwie wieder klar. Okay. Ganz schnell. Renn doch, Shepard. Das eklige Vieh machen wir so oder so fertig. Einem Schlag. Schlag Sahne. Gefährlich. So. Zack. Singularität, okay. Jetzt aber ganz fix. Du kannst die Waffe weglegen, ja. Ganz fix. Ach, nochmal. Ja, hacken, okay. Tut mir jetzt leid, dass ihr das nochmal anseht, aber... Jetzt keinen Bock zu schneiden. Wow, das war knapp. Das war mega knapp. Tja. Das Upgrade-Kit, das gönne ich mir dann aber auch noch. Deswegen, ja genau. Jetzt verstehe ich das Ganze. Jetzt kommen wir von der anderen Seite. Wir hätten auch ganz einfach hier... Genau. Hier ist das Hochsicherheitslabor. Genau, hier ist die Zugstation. Auf der Ebene sind wir jetzt. Okay. Das Sicherheitslabor setzt sich, glaube ich... Ah ja, komm. Wir gehen einfach rein und dann sehen wir, was da drin ist. Ich will jetzt nicht irgendwas labern. Oh ja, dann ist das das und das und das und das und das da. Und eine Rakete. Und ein Feuerwerk. Und ein Riesenrad. Und ein Eis. Und dann ist es gar nicht da. Auch wenn jetzt ich gerade irgendwie wirres Zeug laber. Da oben ist Software. Wir sind doch... Das sind wir. Wir sind doch komplett richtig. Ja. Halleluja. Gefunden. Wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu... Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Aber darum ist Liara nicht hier. Liara ist hier, weil sie es will, nicht weil ich sie gebeten. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten.
Was ist mit Liara? Hallo? Ich kann nicht glauben, dass sie ihre eigene Tochter töten würden. Ich erkenne jetzt, dass ich hätte strenger mit ihr sein müssen. Was ist das denn jetzt? Bin ich in Stase oder was? Schnell! Oh, wartet mal. Also, haben wir jetzt hier Material Chimnesia, die dort hinten uns richtig dick fertig macht mit irgendwelchen Singularitäten. Und Liara! Sie wird jetzt fertig gemacht von ihrer eigenen Mutter. Das muss ja echt grausam sein. Chimnesia Stärke-Level haben wir jetzt übrigens hier unten rechts. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das heißt, aber ich werde es versuchen, hier auf die Sicherheitszelle dort zu schießen, nachdem ich meine Barriere etwas erhöht habe. Verdammt nochmal. Die Olle, die kommt direkt auf mich zu. Hallo, verpiss dich. Schnell. Oh Gott, Leute, was? Ich kann nicht. Jetzt kann ich Pause machen. Okay. Am besten, ihr ballert einfach alles, was ihr habt, auf die Leute hier drauf. Oh, verdammt, nein, Garrus ist tot. Nein. Ohne Garrus wird das hier jetzt gar nichts. Dreckige. Die hat mich getroffen. Die hat mich echt arg. Ich bin auch tot und mein Körper rutscht irgendwie gerade runter. Oh, ich bin hier irgendwie in der Nische, geil. Letzten Spielstand weiterspielen, jawohl. Sehr strange. Habe ich denn gespeichert? Hallo Spiel, enttäusch mich nicht. Nein, ich glaube das Spiel ist wieder abgenippelt. Ja. Und da sind wir wieder. Frisch mit neuer Ausrüstung. Also mit neuer Munition, die ich mir jetzt zurechtgelegt habe. So, jetzt direkt am Anfang des Kampfes stoppe ich erstmal. Oh, das habe ich ja eben nicht hinbekommen. So, was mache ich denn als allererstes? Ich würde sagen, wir machen mal irgendwie hier Sabotage. Schildboost. Schildboost ist gut für Garrus. Und für mich Barriere. So. Ich gönne mir jetzt aber erstmal meine Pistole. Ziemlich viel. Ach du Heilige, die schießt dir direkt. Nein, ich bin wieder gelähmt. Nein. Ballert. Oh, jetzt sind die doch alle hier. Ballert die doch kaputt. Macht sie doch kaputt. Oh, die sind alle gleich alle tot. Was macht ihr für komische Geräusche? Ja. Ihr Stärkelevel geht runter. Oh. Also sie macht uns immer in Stase. Und dann kommt eine neue Gegnerlevel. Ah, von Gewille. Von dort hinten, schnell. Ah, wir können uns hier gar nicht so richtig verstecken. Das ist total doof. Wir wüssten ja, Chimnesia ist komplett umhüllt von der Stasekugel wahrscheinlich. Der kann nichts passieren. Ich würde das mal irgendwie mit dem da vorne machen. Das kann Liara machen. Den auch mal in Stase versetzen. Und dann, ja, jetzt Überlastung, genau. Turn ist Schiss. Ja, genau, jetzt. Überlastung macht Chaos bei dem. Und dann können wir den richtig wegballern. Oder ich mach das. Jawohl. Zack. Nein, ich bin wieder... ist ja noch ein Asari-Kommandin. Jetzt greif doch mal an. Und ich muss hier weg. Ich komme hier nicht weg. Ich kann nicht aufstehen. Jetzt... Junge, jetzt steh doch. Jetzt steh doch auf, du Dicker. Es ist unglaublich. Ich kann einfach nichts machen. So, ein weiteres Mal. Jetzt gucke ich aber mal, wo die alle herkommen. Also, da hinten sind welche und es kommen auch welche von dort. Oder... Material Chimnesia macht uns einfach von der Plattform in der Mitte fertig. Das kann auch natürlich sein. Und wir müssen uns von diesen Sicherheitszellen hier fernhalten. Die können uns, glaube ich, nämlich richtig dick geben. So, Garrus macht zuerst, glaube ich, mal hier Schildboost bei sich selber und Liara Warp. Warp-Antrieb, los! Und ich mache mal ein paar Granaten hier. Flapp! Ich habe übrigens die Granaten mal verbessert. Und zwar... Ah ja, die ist tot. Geil. Duck dich, ich kann mich hier nicht... das ist ja auch eine. Hammerhart. Meine Granaten mit einem Mod verbessert. Also mit einer Modifikation, nicht mit einer optischen, also mit einem, die ich hier installiert habe. Nein, die ich bei den Granaten installiert habe. Und zwar sind die jetzt einfach stärker, glaube ich. Und wir sind jetzt hier dick in Bedrängnis. Ich glaube, Liara sollte die mal in Stase versetzen. Während ich mal der ordentlich die Hucke vollballer. Wie wäre das denn? Nein, Garrus! Verdammt nochmal. Du dicke...
Nein! Ah, jetzt ist auch noch Liara weg. Verzieh dich! Verzieh dich! Ah! Was ist das denn jetzt hier? Ah, und... Nein! Ich bin gleich echt komplett kaputt. Das ist ein Geth-Scharfschütze. Und will mich fertig machen? Oh Mann, ey. Was mache ich denn mit dem jetzt? Warp! Duck dich! Oh! Wieso duckt sich denn Shepard nicht nochmal? Ich dachte, er macht den Angriff und duckt sich wieder. Oh. Also das Kampfsystem erschwert es hier, einen komplett einfach hier das zu machen, was er machen möchte. Cool. Oh, ich sehe nicht, wer mich hier noch angreift. Oh, ich habe es gerade geschafft. Obwohl Liara und Garrus tot sind, mich hier irgendwie fertig, die anderen fertig zu machen. Aber... Irgendwer lungert hier noch rum, sonst wäre wieder eine Animation gekommen, mit Sicherheit. Von Matriarch Menesia. Riesenrachenvieh. Da ist noch ein Angel. Ein Geth, meine ich. So. Jetzt ist Matriarch Menesias Stärkelevel ziemlich niedrig. Oh, jetzt kommen auch noch welche raus. Wahrscheinlich genau, wo ich gerade stehe, oder? Oh, sie wird aber schwächer. Ah. Ah, oh, nee, fast genau da, wo ich stehe. Schnell ducken. Decken und ducken. Und Leute, alle mal eben heilen. Jawohl, geil. Oh, Garrus muss ganz schnell Schildboost aktivieren. Und ihr solltet mal zu mir kommen, alle. Alle zu mir. Und. Bam. Geil, es funktioniert. Ja, Leute. Nein, dass das nicht geht. Ah, das war Garrus. Okay. Ich dachte schon, es wäre ein Geth gewesen. So. Dort vorne ist ja... Ach, das sind da ganz viele. Nein. Ah, zurück. Renn doch. Garrus, zu mir, zurück. Decken, ducken, irgendwas. Warten, bis sie hinkommen. Dann könnte ich die Sicherheitszellen da platt machen. Oder wir gehen außen rum. Aber ich weiß nicht, was Benesia macht. Wenn wir jetzt hier hinter sind, dann sind wir ziemlich sicher. Also hinter dieser Kammer für den Rachni. Nein, nicht, oh, nicht eine Granate. Ich wollte uns heilen. Ach, manchmal, aber echt, aber auch echt manchmal. So. Jetzt aber eine Granate rollen. Jawohl, ich habe irgendwen getroffen. wie jetzt genau, egal. Hauptsache getroffen. Nein, ich wollte... Barriere, doch, Barriere habe ich, alles klar. Und jetzt Warp. Mach den verdammten Warp an, Alter. Jawohl. Ah. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Rachni sind anderer Meinung. Hä? Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es... Ich werde ihnen nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Sie könnten wieder angreifen? Sie könnten mich also wieder angreifen? Ja. Ja, aber das wäre dann nicht aus freien Stücken, Shepard. Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Hm, woher hat er sie? Die Sovereign ist anders als andere Schiffe. Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen. Die Geth haben sie nicht erbaut. Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Deshalb sind Sie hier? Es wurde auf Noveria gefunden? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen
können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Also fanden die Rachni das Portal. Wie haben die Rachni es gefunden? Sie haben geduldig gesucht. Es sind territoriale Kreaturen, die fast jeden Flecken ihres Systems kennen. Aha, und Sarens Plan? Wofür braucht Saren das Mu-Portal? Er glaubt, es würde ihn zur Röhre führen. Ich würde Ihnen gern mehr sagen, aber Saren hat mir nicht mehr erzählt. Ich war im Prinzip nur eine Sklavin seiner Sache. Tja, hört sich ja ziemlich kacke an für dich. Nein. Also ist hier anscheinend indoktriniert worden, also ihre Gedanken wurden komplett weggeschoben und durch irgendwelche anderen Gedanken ersetzt. Ziemlich grausig. Aber sie bedauern ihre Taten. Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor Sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, Sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb! Ich war immer so stolz auf dich. Stirb! Nein, Matriarch Menesia! Feuert alles drauf, was ihr habt für sie. Oh, das geht ja natürlich jetzt echt total zu weit. Schnell und ich verzieh mich. Nein, Quatsch. So, ich wechsle mal kurz auf meine Schrot. Damit ich mal... Oh, holy moly. Schnell! Ach du Heilige. Von irgendwo... Ah, nein, da greifen wir uns noch mehr an. Nein, ich bin gleich... Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, nicht, ich will nicht weg, ich will nicht weg, ich will nicht weg, ich will nicht weg. Ah, weg, 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 renn doch, renn doch, renn doch. Ah. Ach, du Heiliges. Das geht jetzt echt zu weit. Nein, nein, nicht. Jawohl, Dieter ist tot. Überlebe ich bitte. Lass mich überleben. Und Heilung, Heilung, Heilung. Oh ja, oh ja. Oh, scheiße. Tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade echt nichts irgendwie Vernünftiges sagen kann, aber... Olle, verzieh dich! Das ist mir jetzt... Ach, du, wer... Liara wird gerade weggeballert. Ach so, die ist ja da. Oh nein, versteckt euch doch dorthin. Und Garrus am besten... okay, am besten Garrus... Ne, Liara ist mal da. Ja, okay, alles klar. Schnell! Nein! Na toll. Wir sind Matriarch Menesia ausgeliefert. Okay, Garrus sollte sich auf sie... Nee, auf Desfida konzentrieren. Und ich mich auf die Matriarchin. Die ist hier... Genau! Genau, aber auch hier. Ja, ich hab sie gleich, ich hab sie gleich. Ja, jawohl. Ich hab sie erledigt. Wow. Boah, ich werde hier noch komplett eingenommen von diesen anderen Typen hier. Scheiße. Wenn die mich noch trifft hier. Ich muss warten, bis ich hier meine Fähigkeiten wieder einsetzen kann. Schildboost. Ob das sowas bringt, weiß ich nicht. Die muss mich ja nur einmal treffen. Und schon bin ich dran. Aber wartet mal, ich habe einen kleinen Trick drauf. Und zwar, los, versteck dich, los. Geh in Deckung, ja. Nein, doch. Explodier, explodier. Explodier, verdammt nochmal. Oh nein, das gibt's nicht. Oh, ich habe die Granate dort hinten hingeworfen. Ohne Scheiß. Wieso ist hier nicht explodiert? Ich habe R gedrückt, wie ein Bekloppter. Oh, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen, wie behindert das Kampfsystem ist, ey? Meine gute Güte. Heilige Plasmaleitung, ey. So, nach unendlichen Versuchen, die ich jetzt hier rausgeschnitten habe, bin ich jetzt fast dabei, es zu gewinnen. Matriarch Menesia ist schon tot, nur diese Ultra-Mega-Asari-Kommandokriegerinnen, die nerven mich so abgrundtief, heftig, dass ich dir mal richtig direkt vor die Fresse ballern möchte, einfach nur. Oh Mann, Garrus, mach mal. Ach nee, Garrus ist ja gar nicht mehr da, ich habe ja nur noch Liara. Ah, stimmt. Oh Mann, total vergessen. Okay, Blutbad wieder mal.
Zack. Gar nicht getroffen? Ich hab nicht getroffen, laber nicht. Ja. Nein, hinter uns. Sie sind hinter uns. Schnell. Oh Gott, die laufen aber echt. Schnell. Jawohl. Hinter mir her, wie solche... Nein. Ja. Nein, ja. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Oh, ich konnte jetzt zwar keine ordentlichen Kommentare, die überhaupt irgendeinen Sinn gemacht haben, jetzt gerade wiedergeben während des Kampfes, aber jetzt sage ich, bleiben Sie bei uns. Bitte. Warten Sie. Wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein. Er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Vielleicht auch nicht. Okay, das hört sich ja echt traurig an. Die Mutter von Liara ist tot. Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu viele dunkle Geheimnisse. Und das hat sie zu sagen. Echt traurig. Liara hatte anscheinend keine gute Beziehung mit ihrer Mutter. Ja, wir sind jetzt innerhalb des Kampfes 2 Level aufgestiegen. Ich habe jetzt auch nochmal hier bei Spectre Training was drauf gemacht auf Einigkeit. Lässt tote Squad-Mitglieder mit 15% Gesundheit und 40% Schildkraft wieder auf, erstehen. Habe ich mir jetzt mal gegönnt und die nächsten zwei Punkte würde ich mir gerne für Schmeicheln aufheben, wenn wir das jetzt mal endlich freischalten würden, die letzten beiden Punkte. So, und dann werden wir jetzt nochmal die gesicherten Kisten, nein, mit dem Rachen hier da reden. Hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Ich verstehe Sie nicht. Musik? Was? Eure Art, miteinander zu kommunizieren, ist seltsam. Flach. Sie verleiht der Luft keine Farbe. Wenn wir sprechen, ist alles in Bewegung. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Kontrollieren Sie die Asari? Wie können Sie durch sie sprechen? Unsere Art singt, indem sie Gedanken berührt. Wir zupfen die Saiten und der andere versteht. Sie war leicht zu übermannen. Sie hat Farben, für die wir keinen Namen haben. Aber sie verblüht. Ihre Musik ist bittersüß, wunderschön. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Aha, sie meint die anderen Rachni. Anscheinend sind die Rachni eine intelligente Spezies, aber die, die wir jetzt so getroffen haben, die haben eigentlich nur... Ich greif dich an, gemacht. Und das weiß sie anscheinend. Aber was stimmt mit ihnen nicht? Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten,
unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln, Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht, aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Verstehe. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund. Ja, das stimmt wohl, wenn die mit irgendwie keinen anderen reden können. Ah, deswegen, die sind alle anscheinend behindert im Kopf. Okay, behindert ist jetzt ein hartes Wort, aber anscheinend nicht richtig im Kopf. Aber wenn sie sicher sind? Wenn sie sich sicher sind, dass sie nicht gerettet werden. Es ist beklagenswert, aber notwendig. Tue, was du tun musst. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Die Rachni waren eine Bedrohung für die gesamte Galaxis. Diese Tanks sind voller Säure. Wenn sie außer Kontrolle gerät, wird sie zersetzt. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Also was man dazu sagen muss, ist, dass die Kroganer die gesamte Rachni-Spezies wirklich ausgerottet hat. Und diese Rachni-Königin ist anscheinend die letzte Überlebende oder die letzte, die man halt geklont hat. Also das letzte lebende Stück Rachni. Was haben sie denn für Pläne, wenn ich sie rauslasse? Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Ha, okay. Und ihr Überleben? Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Tja, dann werde ich sie nicht töten. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Hurra! Krachen, die Königin ist frei. Sie haben noch ein Level abbekommen. Heilige Plasmaleitung. Das ist ja echt geil. Was können wir jetzt hier alles verteilen? Wow! Viel zu viel. Ich überlege mir mal was. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei... Wieso ist hier ein Alarm ausgelöst worden? Irgendwo, wo wir jetzt noch hingehen müssen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, wo wir alles noch hingehen müssen. Und ja, ich bin der Ameisenkönig. Wir spielen Mass Effect 1. Wenn euch diese Folge gefallen hat, obwohl Matriarchin Menesia gestorben ist und Liara einfach nur das zu sagen hat. Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Dann ja, drückt auf Gefällt mir unter dem Video. Wir sehen uns morgen um 17 Uhr. Macht's gut. Ciao.